Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge. Halleluja, ein Jubeljubiläum. 100 Folgen Let's Showplay Minecraft. Ja, danke für alle oder an alle, die mitgemacht haben, die mit zugeschaut haben, die abonniert haben. Auch wenn es ein bisschen zäh am Anfang lief. Aber inzwischen sind es ja über 300 Abonnenten. Und ja, es entwickelt sich langsam, aber es entwickelt sich. Glückwünsche auch nochmal an minenarbeit.de mit seinen inzwischen über 400 Abonnenten. Der hat das in 2 Monaten geschafft. Bei mir wird das wohl noch ein bisschen länger dauern. Macht aber nichts. Ich bin schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Darf ich auch sein. Aber trotzdem auch irgendwie stolz, dass ich minenarbeit.de mit als einer der ersten empfohlen habe. Ist ja schon ein bisschen her. Naja. Ja, zurück zu meiner Let's Showplay-Welt. Wir schauen hier wieder auf die Karte, auf der immer noch dieser mysteriöse schwarze Fleck drauf ist. Der wird heute gelüftet. Ihr seht links unten das Creeper Memorial, dann in der Mitte Puerto Vallarta, dann rechts oben die Strandvilla und die Wolkenvilla und links unten Carabatabana, damit ihr nochmal eine Orientierung habt. Und ja, der schwarze Fleck, das ist die Stelle, wo ich in Folge 59, so lange ist das schon her, in Folge 59 einen Spawner entdeckt habe und dann in Folge 60 da angekündigt habe und teilweise schon umgesetzt habe, einen Komplettumbau. Und ja, wenn ich sage Komplettumbau, dann meine ich auch Komplettumbau. Wir werden uns erstmal die Ausschnitte aus den alten Folgen nochmal ansehen, damit wir da auf dem Laufenden sind. Da wieder auf mich, ich hasse das. Nein. Ach. Das ist ja schon wieder einer. Ist da hinten etwa ein Spawner? So, erstmal was fressen. Dann hier Licht. Cobblestone, jawohl. So, dann werden wir hier erstmal zack, zack. Jawohl, ich habe einen Spawner gefunden. Halleluja. So. Jawohl, jetzt scheint es zu funktionieren. Willkommen also beim dritten Anlauf zur Folge 60. Es hat mir jedes Mal Fraps zerrissen. Der hat einfach das Bild eingefroren, während der Ton weiter aufgezeichnet wurde. Während sich hier die Welt nach dem Start gerade neu aufbaut. Wir sind also an der Stelle auf der Insel, wo ich unten den Skelettspawner entdeckt habe. Ihr seht, ich habe jetzt hier einen richtig schönen Schacht gebaut, dass also das Tageslicht da reinfällt und mir die Skelette dann auch killt. Und das ist nicht das Einzige, was ich hier auf der Insel getan hat. Das ist jetzt eher hier so ein Komplettumbau, der hier gerade stattfindet. Hier wird also ein Freizeitresort, eine Lodge entstehen mit allen möglichen Annehmlichkeiten. Da gibt's dann auch mal eine ausführliche Führung, wenn das fertig ist. Tja, soweit also der Rückblick. Ihr seht jetzt hier die aktuelle Karte. Der schwarze Fleck ist weg und ihr seht dort den Club Les Piranhas. Den werden wir uns gleich genauer angucken, aber erstmal eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu Traumreisen zu Traumpreisen. Ich bin blond und nur hier, weil ich die Besetzungscouch durchgesessen habe. Hier ist der Mann, auf den wir alle gewartet haben. Dutchman, Applaus, Applaus, Applaus.
Hallo Leute! Hallo, hallo Dutchman! Was hast du uns denn diesmal Schönes mitgebracht? Das Paradies. Das Parawas? Das Paradies. Und zwar ein echt paradiesisches Paradies. Das ist ja unglaublich. Unglaublich ja, aber nicht unmöglich. Ich bin so neugierig. Können wir denn einen Blick in das Paradies werfen? Aber natürlich blond. Oh ja. Unweit des schönen Puerto Vallarta liegt der moderne und luxuriös ausgestattete Club Les Piranhas. Die Anreise erfolgt meist mit dem eigenen Boot. Für besondere Gäste steht auf dem Dach ein Hoverboot-Landeplatz bereit. Am Strand kann man angeln oder einfach die Sonne genießen. Da kann ich ja meinen neuen Bikini tragen. Natürlich, Blond. Auch wenn du da nicht allzu viel zu tragen hast. Für das leibliche Wohl wird im Strandrestaurant gesorgt, während das Restaurant Chez Knobi zu kulinarischen Höhenflügen einlädt. Die Suiten sind modern eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Das ist ja wirklich das Paradies. Tja Leute, das war's wieder einmal mit Traumreisen zu Traumpreisen. Tschüss! Tja Leute, herzlich willkommen zurück nach der Werbung. Wir schauen uns jetzt mal Las Piranhas wirklich an. Ich bin hier in der Nähe von, oder direkt bei Puerto Vallarta und wir werden uns jetzt mal mit dem Boot aufmachen. Ja, das kleine Intermezzo, diesen Infomercial, habe ich mit Moviestorm gemacht. Und ja, was Blond angeht, ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Na, da kann, es sollte wenigstens mal eine schöne Assistentin drin sein. So, da sehen wir es auch schon. Das waren vorher einfach zwei kleine Inseln, wo ich hier solche Seezeichen gebaut habe. Da hinten sehen wir das Seezeichen, was zum Creeper Memorial führt. Und in die Richtung, da sehen wir die Minecart-Strecke zum Fort Detritus. Und hier fahren wir also direkt auf die Bootshausseite zu, da wo der, ja, quasi der Empfang ist. Der offizielle Eingang. Rechts sehen wir den Strand. Oben auf der Dachterrasse über dem Bootshaus einen Sonnenschirm. Das werden wir uns alles gleich näher angucken. Und hier auf der linken Seite haben wir halt den Schacht, der runtergeht zum Spawner. Jetzt werden wir mal sehen, dass ich das Boot hier sauber einparken kann. Dengel, 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 das geht. So, ja, die Sache von Down for Life mit den Trapdoors statt normalen Türen habe ich inzwischen gesehen. Hat den Vorteil, dass das Wasser durchgeht, hat aber auch den Nachteil, dass Spinnen da durchkommen können. Und da ich in meiner Welt eigentlich immer auf Easy spiele, ist das, glaube ich, nicht ganz so geeignet. Ich glaube, ich werde mal hier bei den Türen erstmal noch bleiben. Wir sind jetzt hier also im Bootshaus. Haben ja, hier zwei Boxen für Gästeboote, in die also zur Not auch jeweils zwei Gästeboote reinpassen. Haben hier eine Kiste mit ein paar Booten drin. Da fehlt eigentlich noch ein bisschen Holz als Reserve. Haben hier eine Werkbank. Und ja, hier geht's zum Strand raus. Und wir haben hier also nochmal ein offenes Becken, wo drei Gästeboote reinpassen. Hier am Strand, schöner Sandstrand. Sonnenschirm nochmal dabei, liegen für die Gäste, nochmal ein anderer Zugang nach innen. Und was haben wir hier? Angeln, 15 Euro die Stunde, Beute in Truhe packen. Ah ja, da haben wir ein paar Angeln. Das heißt, man kann hier also einfach sich eine Angel rausnehmen und die auswerfen. Und wenn man Glück hat, fängt man dann auch etwas. Muss man eventuell ein bisschen warten. Ein bisschen Geduld. Na, beißen sie heute nicht. Das sieht da erstmal nicht so aus. Ich probiere es mal einfach von einer anderen Stelle aus. Zack, 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 zack. Zack. Und, passiert was? Ja, ich habe also eine ganze Zeit gebraucht, bis ich das hier alles fertiggestellt hatte. Und werde auch eine ganze Weile brauchen, um euch das hier vorzustellen. Jawohl, da haben wir einen Fisch gefangen. Sehr schön, damit haben wir das hier also auch mal gezeigt. Packen das hier also wieder in die Truhe. Und ja, musste oder habe deswegen einfach eine ganze Reihe Folgen im Voraus produziert. Ja, wie gesagt, hier schön der Sandstrand. Schöne Liegen. Die kosten eigentlich auch nochmal extra, ne? So wie ich den Laden hier kenne. Jawohl.
Sonnen liegen 10 Euro die Stunde, Schatten liegen 8 Euro die Stunde. Ja, die liegen hier, die liegen so ein bisschen im Schatten unter dem Sonnenschirm. Und hier kann man also, zack, in der Sonne liegen und sich braun braten lassen. Ja, dann den Teil da hinten schauen wir uns noch später an. Hier haben wir also eine Cafeteria, die Beachbar zum gehängten Piraten. Keine Abgabe an Alkohol an Personen unter 18 Promille. Okay, das nimmt man hier also mit dem Jugendschutz nicht so genau. Ja, hat man hier also noch eine Theke, an der man sich was weiß ich holen kann. Und da geht es also rein. Das schauen wir uns später noch von der anderen Seite aus an. Wir gehen erstmal hier zurück zum Bootshaus. Haben hier einen zweiten Eingang, zack, die Türen sind alle so gemacht, dass sie hinter einem automatisch zugehen. Sind also hier in der Empfangshalle. Und hier haben wir also nochmal das Bootshaus. Dann hier eine kleine Farm, Finger weg. Ein bisschen Zuckerrohr, ein bisschen Getreide, Werkzeugbank, Kiste, wo so alles Mögliche noch drin ist, was mit Ackerbau zu tun hat. Eier, die man so aufsammelt, etc. pp. Das Restaurant ist natürlich hier dann auch für die Gästeverpflegung. Da ist man Selbstversorger möglichst. Und hier haben wir also den Lichtschacht, der runter zum Spawner führt. Kann also hier auch in das Wasser reingucken, falls man da was sieht. Dann gehen wir nochmal rein. Sind also jetzt hier in der Haupthalle. Was gibt's hier alles? Atrium, Suiten, Restaurant, Terrasse, Kino, Dungeon und Bar. Das schauen wir uns alles an. Hier haben wir erstmal die Rezeption. Na, schöner Tresen, Kürbislaterne, hier mit Holz schön gemacht alles. Da hinten Bootshaus. Schauen wir mal hier rein. Hier sitzt also der Portier und hat also hier hinten noch sein kleines Büro, seine Kammer. Na, mit dem Schreibtisch oder vielmehr einer Arbeitsplatte zum Schreiben, Ofen, Werkbank, Schlafgelegenheit, Kiste, auch nochmal ein bisschen Kram, alles drin. Was man halt so braucht, was halt so übrig geblieben ist beim Aufräumen. Dann haben wir hier die Terrasse. Jawohl, die haben wir schon von außen gesehen. Das ist also das Dach des Bootshauses. Hier hat man auch nochmal Liegen, Sonnenliegen, und zwar eine Gruppenliege, wo man also hier dann rechts und links nebeneinander drauf liegen kann. Oh, wird so langsam dunkel? Ah ja, okay. Passt soweit ja eigentlich ganz gut ins Timing. Ja, hier kann man also auch nochmal schön liegen. Und ja, hier halt insbesondere den schönen Sonnenuntergang genießen. Das werden wir mal noch machen. Ja, ich habe hier verteilt über mehrere Tage natürlich oder fast Wochen, insgesamt über 2 Wochen dran gebaut. Bauzeit am Stück, denke ich mal, wären hier so 20, 30 Stunden reingegangen sein, wenn ich das alles in einem Let's Play gemacht hätte. 4 Folgen, eine Viertelstunde pro Stunde, könnt ihr euch ausrechnen, wären alleine schon mal 80 bis 100 Folgen gewesen, die ich hier euch gezeigt hätte, wie ich das alles baue. So, inzwischen dürfte es dunkel genug sein, dass wir hier wieder runter können. Es geht hier noch auf eine andere Terrasse, nämlich aufs Dach. Oder dann nochmal in die Haupthalle. Wir hauen uns hier einfach erstmal beim Rezeptionisten aufs Ohr. In dessen, Entschuldigung, kleinem Büro. Und haben jetzt wieder hier Sonnenlicht, ein neuer Morgen bricht an, ein neuer Tag. Und wir schauen uns hier weiter um. Hier sieht man, da geht so eine Brücke rüber auf die Nachbarinsel. Das werden wir uns angucken. Hier haben wir Angelstrand Bootsanleger, das haben wir uns angeguckt. Jetzt geht es also hier erstmal diese Halbetage rauf. Ich mag so dieses Bauen in halben Etagen. Hier haben wir das Restaurant Chez Knobi. Richtig schön edel, Tischdecken, weiße, grüner Teppich. Und schöne große Fenster, dass man also hier die Aussicht bewundern kann. Da hinten sieht man also die Brücke, die Obi-Wan Kenobi gebaut hat auf seinem Weg von Neptuns Dank zum Creeper Memorial. Das sieht man da hinten ganz schemenhaft aus den Wolken aufragen. Hier geht's runter in die Küche, die schauen wir uns dann gleich noch an. Aber hier haben wir erstmal die Haupthalle repräsentativ mit Glasdach, mit Brunnen. Und hier nochmal
Ruhebänken. Hier hat man also einen Blick auf den Strand mit dem Sonnenschirm. Da hinten liegen die Suiten. So, dann kann man von hier aus auch nochmal auf die Terrasse der Gruppenliege. Oh. Jawohl, die Sonne ist gerade aufgegangen, Gottes Willen. Da ist sie gerade aufgegangen. Wir gehen hier wieder rein. Haupthalle. Und ja, hier haben wir den Übergang zur Nachbarinsel. Da können sich also die Gäste dann der Jagd auf Kreaturen widmen, die hier spawnen. Zack. So. Das baue ich hier eventuell noch aus zu so einer kleinen Jagdhütte und mache die Insel vielleicht auch noch ein bisschen größer. Na, die ist einfach hier nur beleuchtete Grünfläche und wie ihr wisst, spawnen da dann eben Schweine und Kühe und Hühner und hier hinten im dunklen Teil, da kann man sich dann mit Skeletten, Creepern und Zombies auseinandersetzen, wenn man Lust hat. Die erweitere ich hier vielleicht noch ein bisschen. Ich hatte auch noch die Idee, hier irgendwie noch einen Tennisplatz hinzubauen. Einfach eine Grünfläche und dann die Linien mit weißer Wolle abgesetzt und dann so das Netz hier aus Zäunen gemacht, sowas in der Art. Das würde aber hier zu viel Platz beanspruchen. Ja. So, wir sind wieder zurück in der Haupthalle. Dann schauen wir uns mal den Teil hier an. Hier liegt also unten das Restaurant Shinobi, das etwas edlere Restaurant. Dann haben wir hier die Mini-Suiten. Mini heißt hier wirklich Mini. Man hat hier also gerade mal zwei Betten und immerhin einen schönen Ausblick auf die Nachbarinseln, die also hier mit so einer Brücke nochmal verbunden sind. Die schauen wir uns dann gleich an. Das ist dann das Jagdrevier für das Küchenpersonal, weil im Shinobi ist alles frisch und nur vom Feinsten. Das Schweinesteak, was man da auf den Teller kriegt, das hat das noch nicht mal mitgekriegt, dass es aus dem Schwein raus ist. Dann haben wir hier eine etwas größere Suite. Doppelbett, schöner Ausblick nach allen Seiten. Und hier kann man ja sich gegenüber sitzen und tratschen. Das sind wie gesagt die Junior-Suiten, richtig luxuriös wird es erst noch. Ja, dann haben wir also hier wieder die Haupthalle. Auf der anderen Seite haben wir hier den Aufgang, hops, zum Hoverboot-Deck. Und da lang geht es dann in die Pimp-Suite. Da kommen also dann die noblen Teile, die schauen wir uns gleich an. Erstmal das Hoverboot-Deck, also für die Gäste, die hier mit dem eigenen, ups, Hoverboot anfliegen. Haben wir hier einen Landeplatz auf dem Dach, schön markiert, weißes Haar auf dem Sandstein. Und das ganze Dach ist hier also begehbar. Ich kann hier von oben runter in die Halle gucken. Kann hier nochmal einen Blick auf den Strand werfen. Na, von hier oben kann man natürlich schön in die Bikini-Oberteile reingucken. Je nachdem, wie tief die Sachen dekultiert sind. Dann haben wir hier nochmal die Gruppenliegewiese, auch nochmal mit dem Sonnenschirm. Da die Jagdinsel für die Gäste. Ja. Und hier kommen dann eben die wirklich reichen und schönen speziellen Gäste an mit dem eigenen Hoverboot und können dann hier runter, sind dann auch hier schon recht schnell vor eventuellem Regen geschützt. Ja, dass also dann hier runterkommen in die Haupthalle und dann geht's gleich linker Hand in die Pimp-Suite rein. Die schauen wir uns jetzt an. Das ist mit eines der Prunkstücke an Ausstattung hier im Las Piranhas, das also keine Wünsche offen lässt. Feinster Wollteppich, Sandstein, großzügige Fenster, Dachfenster, hier eine breite, luxuriöse, holzgepolsterte Sitzecke vom Feinsten, Pflanze dabei und natürlich, damit die Homies sich hier amüsieren können, Stereoanlage, traumhafte Aussicht nach allen Seiten und ein fürstliches Schlafzimmer, Doppelbett natürlich, damit man da zu dritt reinpasst. Und hinter dem Doppelbett dann der, ja, das Badezimmer auch nochmal mit Dachfenster. Dann hier zwei Waschbecken und eine Dusche, wo man sich also dann den Schweiß vom Körper spülen kann, nachdem man sich hier im Doppelbett zu dritt amüsiert hat. Das ist ja doch mitunter immer eine recht schweißtreibende Angelegenheit. Ja, kleines Bücherregal dabei, schön Bilder an den Wänden,
alles richtig nett gemacht. No? Also, die Pimp Suite hier vom Feinsten, zack, nochmal so ein Panorama-Shot hier gemacht, dass man alles sieht. Das ist aber natürlich noch nicht alles, was es hier gibt. Es gibt noch eine Reihe weiterer Suiten. Unten haben wir dann die einfachen Zimmer, die schauen wir uns auch noch gleich an. Die Holzklasse für die einfachen Touristen. Hier der Gang ein bisschen verwinkelt. Da haben wir hier die Honigmond-Suite. Auch, zack, mit Dusche. Zack, zack, machen wir mal die Türen hinter uns zu. Dann hier, ja, ich sag mal so, der Wohnbereich. Recht klein, aber ein verliebtes Pärchen soll ja nicht hier wohnen, sondern die werden einfach zusehen, dass sie nicht aus diesem Doppelbett rauskommen. Wenn wir eigentlich noch ein Glasfenster oben in die Decke reinsetzen können. Das wäre es natürlich noch. Habe ich Glas dabei? Habe ich nicht dabei, schade. Ja, und das Besondere an dieser Suite, die hat einen kleinen Balkon. Haha, ganz für sich alleine, schön versteckt, da kann keiner reingucken. Na, kann man sich hier auch nochmal amüsieren. Das ist also die Honeymoon Suite. Dann haben wir gegenüber die Balkonia Suite. Etwas anders angelegt, aber auch hier mit einem Badezimmer, mit Dusche, mit Truhe, mit leerer Truhe. Okay, keine Kosmetikartikel dabei. Die kommen wahrscheinlich noch mit dem ja, 1.9er Update, schätze ich mal, von Minecraft. Da wird es dann hier so diverse Töpfchen und Tiegelchen geben. Haben wir doch mal ein glattes Gerücht in die Welt gesetzt. Dann haben wir hier ganz klassisch das Doppelbett mit Sofa davor. Bild an der Wand, Bücherregal, zack, schöner Ausblick hier auf den Strand. Und Balkonia natürlich, macht seinem Namen alle Ehre. Schöner großer Balkon mit schöner Liege, wo man hier dann auch den Blick auf Puerto Vallarta genießen kann. Und wo man natürlich auch dann runter gucken kann auf den Strand. Hüpf, hüpf, da sieht man sogar ein bisschen mehr. Na, nach oben, dass man auch hier ein bisschen Sonne abkriegt. Alles schön, alles wunderbar. Vom Feinsten. Hier hat man an nichts gespart. Dann, ups, haben wir hier noch eine dritte Suite, nämlich die Grande Suite. Die macht fast schon der Pimp Suite Konkurrenz. Ich habe hier eine genüssliche Sitzecke, Pflanzendekoration, Bild an der Wand, auch wieder nach allen Seiten einen wundervollen, schönen Ausblick. Hier die Sandpassage außenrum. Zum großen Bootshaus um das Fort Detritus herum. Bücherregal hier, das war der Eingang. Dann haben wir hier einen Jacuzzi. Juckuhu, platsch. Direkt neben dem Bett. Also kann man direkt von einem Vergnügen in das andere springen. Hat natürlich auch hier nochmal einen schönen Blick auf den Strand. Und auch diese Suite verfügt. Ja, über ein Badezimmer. Mit Dusche. Und Truhe und ja, jetzt könnte man vielleicht noch einen Spiegel irgendwie an die Wand klatschen oder sowas. Mal gucken, ist also doch noch nicht ganz fertig hier eingerichtet. Ein paar kleine Details scheinen hier also doch noch zu fehlen. Bei aller Sorgfalt geht einem ja immer etwas durch die Lappen. Gut, damit sind wir hier mit dieser Etage fertig, mit dem Suitenflügel. Und gehen jetzt wieder zurück in die Haupthalle. Und da geht's hier nach unten zu den einfachen Quartieren. Wir sehen, wir haben hier also jetzt keinen Sandstein und keine Wolle mehr, sondern einfach ein Cobblestone und Holz. Das ist hier jetzt alles ein bisschen rustikaler. Und es sind keine Doppelzimmer, sondern zack, 4-Personen-Zimmer. Zack, zack, da haben wir es, Doppelbetten, Stockbetten sogar, kleine Fenster, aber man sieht trotzdem was. Ja, ich glaube, wir verziehen uns mal wieder zum Schlafen. Einfach nach oben. Ups. Ja, pennen wir doch einfach mal in der Pimp Suite. Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Zack. So, ja, also ihr seht schon, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das hier alles so hinzubauen. Und das ist halt alles nebenher, neben dem normalen Let's Show passiert, hat auch einiges an, hey, die Maus ist wieder so empfindlich, hat auch einiges eben an Planung gekostet, bis das alles so stand und so halt zusammenpasste.
Hier haben wir ja, einen ganzen Flügel mit diesen vier Personenzimmern. Die haben eine Gemeinschaftsdusche. Zack. Sogar hier nochmal mit Beleuchtung und Ablagefläche, dass man da was hinstellen kann. Und natürlich dann auch seine Sachen wieder rausnehmen kann. Dann ein Zimmer für ein Vier-Personen-Zimmer. Dann haben wir hier noch eins. Ja, die sind jetzt hier alle gleich ausgebaut. Das ist also hier so die Holzklasse. Hier kommen die Billigtouristen rein, die das Geld bringen. Ups, hier unten fehlen zwei Betten. Oder die haben die Gäste einfach mitgenommen. Genau, die haben die Gäste einfach mitgenommen. Die lassen ja alles mitgehen, diese Hotelgäste. Gerade die... Naja. Okay. Ja, müssen wir dann nochmal beim Manager Bescheid sagen, dass der da nochmal zwei Betten reinstellt. Ja, hier haben wir die Cafeteria und Beachbar zum gehängten Piraten, wo es dann also weitergeht zum Strand. Und hier haben wir nochmal ein Badezimmer mit Duschen. Hier haben wir mal, hier habe ich diese graue Wolle so als Spiegelersatz hingesteckt, ne? Zwei Waschbecken und zwei Duschen. Ja, weil hier sind ja insgesamt, zack, fünf Vierbettzimmer, also für 20 Personen muss man hier auskommen. Und dafür drei Duschen, zwei Waschbecken ist gerade mal so ein bisschen eng geplant, aber geht halt eben gerade mal. So, von hier aus kommen wir also in die Strandbar zum gehängten Piraten und ich kümmere mich mal kurz um meine Nase. So, einmal die Taschentuch-Flatrate kräftig strapaziert und schon kann es weitergehen. Ja, wir sind hier in der Beachbar, die wir vorhin schon von der anderen Seite aus gesehen haben, nämlich hier vom Strand aus. Und hier haben wir also Sitzgelegenheiten, Tische und hier den Tresen. Den schauen wir uns gleich mal an. Da gehen wir dahinter. Hier haben wir eine frisch eingebaute Trapdoor hier als Klappe. Ja, hier haben wir dann den Stand für die Bedienung am Strand. Und hier dann den Tresen, über den weg hier die Gäste bedient werden. Das ist nicht so fein wie das Chez Knobi, sondern einfach so eher der Imbiss hier, ein bisschen rustikal, einfache Gerichte. Was haben wir hier in den Dispensern? Da gibt's Steaks. Klick, Knopfdruck und zack, habe ich da schon eins. Die Dispenser sind dank des More Stackables sehr gut gefüllt. Ne? Normalerweise passt ja immer nur ein Steak da rein. Jetzt sind es 16 pro Slot, macht insgesamt, na, 9 mal 16, richtig, 144. Wer langsamer ist, sollte da nochmal ein bisschen nachdenken. So, das große 1x1 habe ich in der 5. und 6. Klasse gelernt, ist auch schon 30 Jahre her. Ja, bei Brötchen dasselbe, zack, Knopfdruck, habe ich hier ein Brötchen, auch dieser Dispenser wohl gefüllt. Und dann haben wir hier das, den Klassiker für den der Club Las Piranhas berühmt ist, die weiße Sangria. Das ist einfach mal klassischerweise in Eimern serviert, wie das bei Sangria ja wohl so üblich ist. Ja, das ist einfach hier ein Eimer mit Milch. Weiße Sangria, jawohl, auf den Namen kommt es an. Dann haben wir hier noch eine kleine Workbench und noch einen Dispenser für Kuchen. Auch wohl gefüllt. Der Kuchen lässt sich leider nicht stacken. Da bleibt es also bei den 9 Stück, die da in den Dispenser reinpassen. Zur Versorgung des Ganzen haben wir hier einen Geheimgang. Was heißt Geheimgang? Einen verborgenen Gang. Also die Gäste kennen den nicht und haben da keinen Zutritt, wo es also in die Küche geht. Der windet sich hier rum an diesen, ja, seltsamen Strukturen vorbei. Das werden wir nachher noch von der anderen Seite sehen. Ist alles recht eng. Und hier kommen wir also in die Küche. Na, hier oben ist das Restaurant Chez Knobi. Und hier unten in der Küche werden also die Gaumenfreuden vorbereitet. Da haben wir also hier drei Öfen. Dann gibt es hier noch einen Übergang zum Jagdrevier. Das ist die Nachbarinsel. Eine Kühlkammer haben wir. Auch mit wohlgefüllter Tiefkühltruhe. Hier ist man also auf alles eingerichtet. So eine kleine Orgel nebenher macht hier also kein Problem.
100 Leute abfrühstücken, auch keine Affäre. Und damit hier also alles frisch ist, habe ich die Nachbarinsel zum Jagdrevier erklärt. Hier gibt es eine Truhe, wo also die notwendige Ausrüstung drin ist, na, dass man also Eimer mitnehmen kann, um die Kühe zu melken, Schwerter und Bögen mit Pfeilen, Rüstungen, damit man also auf die Jagd gehen kann, und Äxte, damit man sich hier also auch mit frischem Holz versorgen kann. Und dann geht es einfach hier, runter. Na, da sieht man das Restaurant, und hier auf der anderen Seite wieder hoch. Das ist hier eine natürliche Höhle, die ich teilweise dann ausgebaut habe, dann hier diesen Ausgang gebaut habe und ein bisschen getarnt habe, dass der also vom Club aus nicht zu erkennen ist. Ja, die Gäste sollen ja möglichst wenig von allem mitkriegen. Die haben da drüben ihre eigene Insel für die Jagd. Da sieht man nochmal so im Hintergrund in den Wolken im Dunst das Creeper Memorial. Da hinten noch die Brücken, die Obi-Wan Kenobi gebaut hat, denn in die Richtung geht's ja weiter nach Karabatamana. ja, hier haben wir also die Jagdinsel, wo dann die Küchenbediensteten herumstreifen und zum Beispiel Wolle holen oder frisches Schweinefleisch oder frisches Leder, je nachdem, was man alles braucht. Und hier geht's dann, ja, hier ist es einfach alles mit Fackeln ausgeleuchtet, damit hier möglichst wenig Monster spawnen. Und dann über diese Brücke geht's dann auf die andere Insel. Da hinten sieht man schon den Turm mit dem Baugerüst von Neptuns Dank, der Siedlung. Da werden wir also dann später weitergehen. Noch gibt es aber im Club Las Piranhas so einiges zu entdecken. Da sind wir also noch lange nicht durch mit den Attraktionen, die diese luxuriöse Anlage ihren Gästen bietet. Ja, hier sehen wir nochmal von außen. Da haben wir das Restaurant Shiknobi. Da drüber der Flügel mit den Junior-Suiten. Dann da oben drauf der Hoverboot-Landeplatz. Hier der Blick in die Pimp-Suite. Und daran anschließend eben der Flügel mit den anderen Suiten, die Honeymoon-Suite hier mit dem Balkon. Ja, und hier drunter halt die Zimmer für die Touristen in der Holzklasse. Da hinten die Strandbar. Und ja, wir gehen jetzt nochmal zurück hier durch den Gang in die Küche, denn es gibt noch so einiges zu entdecken in Las Piranhas. Hier hat man wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, um die Gäste zu amüsieren. Wir sind jetzt durch die kalte Küche, wieder zurück in der Haupthalle und haben hier wieder, zack, den Empfang, die Rezeption. Hier geht es nämlich noch links nach unten, Kino, Dungeon und Bar. Haben wir hier? Jawohl, das sieht mir hier schon nach dem Kino aus. Da hinten haben wir hier den Vorführraum. Na, hier haben wir so den Projektor, Sitzgelegenheit für den Filmvorführer, und hier haben wir, zack, das Licht, und hier kann er also durchgucken. Na, das hat vorher aber irgendwie ein bisschen besser gehauen, dass man da, jawohl, na, hier kann also der Vorführer auf die Leinwand gucken und sehen, dass da also alles richtig projiziert wird. So, schauen wir uns mal das Kinoprogramm an. Aber hier geht's noch runter in den Dungeon. Betreten auf eigene Gefahr. Hier haben wir dann auch irgendwann noch eine Monsterschwelle, dass also hier die Monster nicht hochkommen können. Genau. Na, hier einfach zwei Blöcke hoch und hoffentlich Leitern dran. Jawohl. Ja, ab hier geht's also auf eigene Gefahr weiter. Oh, da setze ich mal gleich das Schild hin. So. Zack. Ab hier auf eigene Gefahr. Ja, so ist hier auch alles schön mit Treppen ausgebaut. Zack, 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 zack. Und ja, hier sind wir also am Kino. Man sieht ja schon die Filmplakate alle, oder die Titel berühmter Minecraft-Filme, ne? Creeper, In einer Höhle hörte ich niemand schreien, 2001 A Cave Odyssey
Oder hier die berühmte Western-Triologie für eine Handvoll Diamanten, für ein paar Diamanten mehr und spiel mir das Lied vom Creeper, Once Upon a Time in a Mine. Das sind also die Sachen, die ich hier von der Themenwand an meiner Strandhütte hier rüber geholt habe. Dann haben wir hier noch weitere Filmtitel, Vier Spitzhacken für ein Halleluja, ganz berühmte Komödie, Lethal Pickaxe 1 bis 5, ich weiß nicht, wie viele Teile es vom Lethal Weapon dem eigentlichen Vorbild gibt. Dann Diamonds Are Miner's Best Friend, ja, mit Marilyn Monroe, der berühmten Schönheit. Monty Python, Das Leben des Gronkh, auch ein Klassiker. Und für die Romantiker unter uns, das große Werk, von der Schaufel geweht, ja, vom Winde verweht damals, ne? Vivien Leigh, Clark Gable, die berühmte Love Story. Und für die Fantasy-Fans unter uns, der Herr der Spitzhacken, ne? Ihr erinnert euch, eine Spitzhacke, sie zu binden, sie alle zu knechten und so weiter. Ganz berühmt, ganz berühmt, ganz berühmt. So, was haben wir hier noch? Was wird denn heute aktuell gezeigt? Nur heute Nacht. Gronkhs Let's Play Minecraft Folge 200. Nur heute Nacht. Wow. Das ist ja wirklich ein Schätzchen, was hier gezeigt wird. Hier haben wir also... machen wir erstmal wieder zu, die Vorführerkabine. Hier haben wir also den... den Ticketcounter, den Kartenschalter und der kann hier eben die Tür auf und zu machen, um dann die Leute hier in das Kino reinzulassen, so wie sich das gehört. Richtig schön roter Plüsch für die Sitze, Holz und dann hier halt die Wanddekoration. Na, die haben wir vorhin unten, als wir von der Strandbar gekommen sind, von der anderen Seite gesehen. Und hier dann der Blick auf die Leinwand, wo die ganzen großen Filme laufen. Ja, na, das ist doch mal was. Hier wird einem wirklich was geboten. Hier wurden also keine Kosten und Mühen gescheut. Man hätte vielleicht noch was machen können, dass man hier die Fackeln ein- und ausschalten kann, damit man das also hier dann richtig stilecht herunterdimmen kann, das Licht. Aber, naja. Soweit also das Kino. Und hier geht's noch weiter nach unten zum tanzenden Skelett einer Bar unten im Dungeon. Denn hier haben wir nochmal noch einen Zugang zur Höhle. Ihr erinnert euch ja, das eigentliche auslösende Element, warum ich also hier was gebaut habe, warum das Ganze so entstanden ist, war ja der Skelettspawner, den ich hier unten gefunden habe. Und hier haben wir also nochmal so eine Stelle monstersicher, wo ich dann also hier runter kann, aber die Monster nicht hoch können, um dann hier die Höhle weiter zu erkunden. Aber der Monster-Spawner ist also unten noch zur richtigen Attraktion ausgebaut worden. Das hat man sich natürlich nicht entgehen lassen, um seinen Gästen da wirklich was ganz Besonderes zu bieten. Ja, da oben sind wir hier wieder am Kino. Zack, hier geht's zur Rezeption. Und es ist passenderweise auch Nacht geworden. Das passt jetzt mal ausgezeichnet ins Timing. Denn wenn wir hier jetzt weitergehen, kommen wir an den Schacht, wo unten der Monster-Spawner drin steht. Und unten sind schon die ersten Skelette gespawnt und machen sich bereit für ihre nächtliche Vorstellung. Na, wir laufen hier einfach mal die Treppe runter. Alles schön mit Glas ausgekleidet, dass man da also auch reinsehen kann und was von der Show hat. Und da sieht man, die Spawn-Area ist hier also noch an zwei Seiten verglast. Hier haben wir also... Ja, hallo, mach mal hin hier. Macht mal Show, hallo. Ja. Na? Hier haben wir also die Bar zum tanzenden Skelett. Nochmal. Richtig schön edel gemacht. Hier weiße Decke, Sandsteinfußboden. Wir vertrauen auf Gott, alle anderen zahlen bar. Ja, für einen Barkeeper immer eine gute Devise. Schöner Tresen hier. Mit, ich sag mal, einer indirekten Untergrundbeleuchtung. Und die Skelette fangen also jetzt hier an mit ihrer Show. Naja. Haha. Ihr könnt mich mal. Das ist Panzerglas. Haha. Die Idee ist von Down for Life. Habe ich mir aus einem seiner Let's Build
abgeguckt, die Sache. Und auch hier haben wir wieder mit einer Trapdoor die Tresenklappe und dann hier eine Reihe von Dispensern mit Leckereien wie der Pilzsuppe, dem Mushroom, Steaks, Brote und natürlich der Klassiker auch wieder hier dabei, weiße Sangria. Dann haben wir hier noch gegrillten Fisch, auch wieder 144 und ihr wisst, wie lange das dauert, um die zu angeln. Dann haben wir hier noch Kuchen, ja, Werkbank, Truhe nochmal mit Vorräten dabei, dass man das hier also auch nochmal auffüllen kann, ohne dass man da direkt nach der Küche rennen muss. Ein Ofen dabei und noch ein kleines Kabuff als Nachtquartier hier für den Barkeeper, wo der sich einfach mal nach seiner Schicht aufs Ohr hauen kann, ohne dass er da noch extra den langen Heimweg machen muss. Jawohl, die Skeletttruppe ist inzwischen schon fast vollständig angetreten. Oh, ich packe hier wieder mal die Pilzsuppe rein. Jawohl, so, hier die berühmte Showtruppe, The Bone Sisters, in Aktion, wie sie sich da dann teilweise selber zerlegen und hier die Gäste amüsieren. Ja, die können also hier sitzen und das Geschehen hautnah verfolgen, geschützt durch stabile Panzerglaswand. Und die Babys legen hier jetzt richtig los, jawohl, Babys, mach mir den Lapdance, zeig's mir. Na? Was los hier? Kurze kreative Pause? Liegen zu viele Trümmer rum oder was? Ja. Jawohl. Kürbislaterne natürlich auch wieder hier als Beleuchtung und dann hier geht's weiter um die Ecke rum. Ja. Und hier läuft also das Nachtprogramm. Ja. Wie gesagt, ja, hier wurde an alles gedacht, hier wurden keine Kosten gescheut. Ja, und die Schwestern legen schon wieder los. Upsala. Na, wer will, kann auch von hier aus noch weiter in den Dungeon vordringen. Die Stelle ist hier allerdings noch nicht gesichert. Jedenfalls nur durch das Licht. Egal. Und ja, also die Tür hier sollte man natürlich wirklich nur unter extremen Vorsichtsmaßnahmen öffnen. Ja, Babys, zeigt's mir. Schwingt eure Hüften, schwingt eure Knochen. Na? Komm, hier. Einmal links, einmal nach rechts. Yeah, und schön die Parade hier abgenommen. Na, so, da ist also auch noch Nummer 4 wieder dabei. Und mal schauen, wenn das hier hell wird. Das kann sich hier jetzt nur noch um Stunden handeln. Und ja, ich regel gerade damit, ob mir was einfällt, was ich hier noch palabern kann. Ja, war natürlich alles aufwendig, hier mit dem Bauern das ganze Material runterschaffen. Der ganze Sandstein, den ich hier verbaut habe. Der Tresen ist auch so gemacht, dass man halt wirklich nur mit der Klappe dahinter kann. Und ja, war da hinten die Tür dazu. Und die Mädels, jawoll, die tanzen hier, dass die Fetzen fliegen. Oh, die legen sich hier richtig ins Zeug. Kennen keine Gnade. Jawohl, alles für den Gast. Oh? Kommt Mädels hier, keine Müdigkeit vorschützen. Oh? Ich will euch tanzen sehen. Ja, hier Aktion, Aktion, Aktion. Und ich muss mich mal kurz um meine Stimme kümmern. So. Ja, kommt hier. Oh. Ja. Lasst die Knochen krachen. Und ihr seht, die Beute sammelt sich hier also schön an. Und, ach, ich habe ja eine Uhr dabei. Ja, so langsam wird's also Tag. Und eigentlich müssten die ja doch hier unten genug Sonnenlicht abkriegen. Ja, genau. Okay, Baby. Schichtende. Jetzt ist Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wortspiel finde ich ja geil, das ist mir eben wirklich gerade erst eingefallen. Ja. So, die Sonne ist aufgegangen für die Skelette. Unsere Bone Sisters ist hier unten. Ups, der Job getan und ich fahre hier als Chef einfach mal die Ernte ein. So gehört sich das.
So, hier, yeah. Nichts übrig gelassen. Ey, mein Gott. Die Maus ist ja mal wieder empfindlich. Ja, yeah. Das ist hier also wirklich die Attraktion. Zack, machen wir die Tür wieder zu. Und die Bone Sisters bereiten sich da schon auf ihren nächsten Auftritt vor. Reiche Beute gemacht, Gäste amüsiert, alles klar soweit. Ah, das ist doch mal ein Ding hier unten. Ja, also Entspannung, Entertainment für Groß und Klein bietet hier der Club Les Piranhas, lässt keine Wünsche offen. Huch, ich glaube, verlaufe mich hier noch fast wieder in meinem eigenen Club. Gottes Willen. Ja, also auf jeden Fall eine Reise wert, das Teil. Auch wenn mir hier schon wieder die Stimme wegbricht. Das mag sich ja für euch interessant anhören, aber entschuldigt mich nochmal kurz. Ja, soweit also der Club Las Piranhas. Ich hoffe, die Stimme hält noch ein bisschen durch. Allzu lange wir jetzt nicht mehr machen. Na. So. Ja, hier nochmal die Aussicht Puerto Vallarta. Da unten der Schacht mit dem Skelettspawner. Unten dann auch die Bar, wo wir uns gerade so herrlich amüsiert haben. Und wir gehen jetzt einfach nochmal durch die Küche, weil wir ja noch das Jagdrevier ein bisschen erkunden wollten. Zack, hier durch das Schicknobi runter in die Küche. Ja, sonst war sonst noch was? Nö, habe ich euch hier alles gezeigt. Ding, 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 ding. Also wieder hier durch den Gang und zack, 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 zack. Ah, jetzt haben wir hier auch Kühe, sehr schön. Hätte ich also jetzt einmal mitnehmen können, um die zu melken. Schwarze Schaf, okay. Lassen wir mal. So, hier sind wir also wieder an der Brücke ins Monstergebiet. Auch hier gehen die Türen hinter mir automatisch zu. Na, die haben wir, hier haben wir auch noch mal einen schönen Blick auf die Clubanlage Las Piranhas. Immer eine Reise wert, wie gesagt. Ne? Das ganze Mann hat also wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Vergnügen für die Gäste. So, Vorsicht, Monster. Weitergehen auf eigene Gefahr. Klack. Und da haben wir schon das erste Monster. Eine wilde Kuh. Und ja, hier geht's jetzt also weiter. Die Ecke kennt er schon. Da hinten haben wir die Mine Ode an den Sichtbeton. Da werden wir uns jetzt noch hinbegeben. Und dann werdet ihr auch sehen. Upsala. So. Ein wildes Schwein, ein Monsterschwein. Komm her, ich will deinen Schinken. Zagadak. So. Und ja, na, da hinten haben wir die Quelle des Wassers, Quelle der Lava. Hier die Ode an den Sichtbeton. Und hier habe ich tatsächlich die Tür offen gelassen. Wollen wir gleich mal gucken, ob nicht jemand die Gelegenheit genutzt hat. Und hier irgendwas Dummes zu machen? Nein. Okay, gut. Dann machen wir hier mal wieder zu. Zack. Und na. So. Ja, hier werde ich dann auch noch Wege bauen. Zumindest hier bis zur Mine. Und das hier anschließen. Und ja, das Karabatabana dann also hier an das Wegenetz angeschlossen ist. Darüber kommt man dann weiter. Und ja, hier ist also noch ein bisschen was zu tun, aber diese Ecke der Welt soweit erstmal dann auch fertig. Und wir haben es hier drin. Und ja, wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich renne hier nochmal auf den Hügel rauf, damit wir uns einen abschließenden Blick auf den Club gönnen können, auf das Las Piranhas. Zack, 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 zack. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Jawohl. Da haben wir es. Da sehen wir ihn nochmal in ganzer Pracht. Und damit ist die 100. Folge meines Let's Showplays zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs mich weiterempfehlen, für die Daumen hoch, fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Bleibt dabei, es wird weiter spannend bleiben. Ich werde mich weiter richtig reinknien, euch hier zu unterhalten und euch was Schönes zu bieten. Bis dahin, adieu mit Ö.